Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns kennenlernen, wenn auch nur in diesem Moment beinahe unidirektional. Du siehst mich und ich schaue für mich eine neue Erfahrung in die Kamera. Vielleicht bist du häufig auf YouTube und bist gewohnt, Beiträge zu sehen. Für mich ist das heute eine kleine Premiere, der erste professionelle Take auf unserem neuen YouTube-Kanal. Ich bin heiß wie Frittenfett, etwas rüberzubringen, was mich inspiriert und was dich vielleicht auch ein Stück inspirieren kann. Wunder geschehen. Ich muss ein bisschen lachen, weil tatsächlich, ich habe als Kind drauf gestanden, Wundertüten zu kaufen. Ich kann mich da noch gut daran erinnern, wie das war. Wundertüten, wenn du da standest an dem Kiosk mit deinen 20 Pfennig in der Hand. Okay, das war eine alte Währung für die jüngeren Zuhörer. Mit deinen 20 Pfennig in der Hand und warst aufgeregt, was wird drin sein? Neugier und Habgier, viel mehr war da nicht. Unzufriedenheit. Wie kommt es, dass aus diesem Kind, was sich freut auf Wundertüten, was offen ist für neue Erfahrungen, irgendwann der geworden ist, der sich selber deckelt, der glaubt, sich selber deckeln zu müssen? Dazu ein paar Gedanken. Unzufriedenheit, vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dieser Mischmasch, diese Melange aus Melancholie, dieses ungewisse Gefühl, ich bin noch nicht angekommen, das war es doch noch nicht, und gleichzeitig diese Spannung auf das, was kommt. Diese Neugier, diese unbändige Neugierde, zu schauen, was ist noch möglich, was ist noch drin. Unzufriedenheit als Quelle von Kraft. Klingt ein wenig paradox, weil was hast du gelernt über Unzufriedenheit? Was sind die ersten Sätze, an die du dich erinnerst als Kind? Waren das so Dinge wie, sei doch mal zufrieden? Man kann doch nicht alles haben? Sei bescheiden, geh den untersten Weg? Die Stimme, die ich höre, wenn ich das sage, sind Stimmen aus meiner Kindheit. Gott sei Dank nicht die, die mich am stärksten geprägt haben. Wenn ich eine Stimme in mein Herz höre, ist das die Stimme meiner Mutter. Ja, du siehst, der Gedanke rührt mich ein wenig an. Die hat immer gesagt, Junge, für dich war das Beste gerade gut genug schon als Kind. Und wir waren nicht sonderlich wohlhabend, aber reich. Unzufriedenheit. Das war es noch nicht. Ich will hier raus. Ich will raus aus diesem Zustand, der ist. Und was katapultiert dich daraus? Was lässt Unzufriedenheit, ein Zustand, den du vielleicht als Mangel empfindest, vielleicht sogar im tieferen Sinne als schuldhaft oder gar sündig empfindest, was ist das Gute daran, unzufrieden zu sein? Und jetzt bitte ich dich mal für einen kleinen Moment innezuhalten. Komm mal ganz nah ran. Lass mich mal rein in dich. Lass uns mal miteinander in Kontakt gehen. Denke mal für einen Moment an einen Menschen, mit dem du in Liebe verbunden bist. Denke mal für einen Moment an eine Situation im letzten Jahr, die dich mit Freude, mit wirklich einem großartigen Gefühl beflügelt. Und jetzt denke mal einen Moment an eine Situation in 2020, wo du weißt, ja, das wird ein großartiger Tag. Wenn du zu all diesen drei Kontexten nichts weißt, brauchst du Hilfe. Das ist amtlich klar. Dann ist Unzufriedenheit bei dir ein Zustand, der nicht Unzufriedenheit ist, sondern wirklich tiefer Mangel, der dich tief entleert hat. Und in dem Moment, wo du aber an diese glücklichen Momente denkst, entsteht in dir ein Gefühl, und lass das mal in dir entstehen, das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was ist. Glücklich sein über das, was ist. Und wenn du das nimmst, die Dankbarkeit für das, was schon ist, dann ist Unzufriedenheit ein Motor, eine Kraftquelle. Das treibt dich an, das spornt dich an zu Leistungen, zu Ergebnissen. Das ist atemberaubend. Ungünstig ist nur der Kontext in deinem Kopf. Weil irgendwann hast du gelernt, offenbar hast du das irgendwann gelernt, in der Wundertüte
nicht mehr den Wesenskern zu erkennen, nämlich das Wunder, die Überraschung, das Neue, sondern die Mogelpackung. Und so sitzt du dann gedanklich neben Forrest Gump auf der Bank, ich finde diese Szene einfach irre, schaust gedankenverloren in dich hinein und sagst, das Leben ist wie eine Schachtel Praline, du weißt nie, was man bekommt. Okay, wenn das dein Mindset ist, guter Tipp, setz dich ins Auto, Overrather Straße 62, ab in die Villa Move, hier kriegst du Hilfe. In der Sinnmanufaktur findest du Anregung dazu, dazu später mehr. Unzufriedenheit verleiht Kraft, wenn du es aus einem Kontext, aus einem inneren Gefühl der Dankbarkeit erschaffst. Wieso als Kind, wo du Pippi Langstrumpf bewundert hast, die einfach gemacht hat, wie sie will. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Oder so wie Udo Lindenberg, einfach sein Ding macht. Was lässt dich diesen Deckel auf dich setzen? Wozu tust du das? Wozu fährst du mit permanentem Blick in deinem Rückspiegel zu schauen durchs Leben? Begründungskontexte, die da lauten, geht nicht, weil, anstatt könnte gehen, wenn. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die dich vielleicht ähnlich bewegt beim Hören, wie sie mich bewegt hat, als der daran teilhaben durfte. Ich hatte vor Jahren ja das große Geschenk, einen Menschen in einer für ihn wirklich bedeutsamen Krisensituation zu begleiten. Beruflich sehr, sehr, sehr erfolgreich, allerdings mehrfach über sich und seine Unzufriedenheit mit dem falschen Vorzeichen gestolpert und so in einer milden Form der Depression, heute nennt man es, glaube ich, Burnout, gelandet. Ich wurde gebeten, ihm zu helfen, wieder reinzukommen in seinen Job im Top-Management einer großen Verwaltung. Und so saßen wir dann beisammen und redeten über ein Persönlichkeitsprofil, eigentlich was ganz Banales, was furchtbar Alltägliches. Und als wir so über ihn und seinen Wesenskern sprachen, bahnte sich ein Wunder an. Okay, wir waren beide nicht darauf vorbereitet, dass an diesem Tag ein Wunder geschehen sollte, weil als er das las, was dort stand in diesem Profil, schaute er mich an und fragte mich gedankenverloren, wie von einem anderen Stern, woher wissen Sie das, Herr Flüssel? Da ich nicht wusste, was er dachte, fragte ich ihn, was meinen Sie? Na, woher wissen Sie das? Ich sage, ich weiß nicht, was ist denn Ihre Frage? Ich wollte immer Heilpraktiker werden und strahlte, meine Mama hat immer gesagt, so wie so ein Honigkuchenpferd nicht schöner strahlen kann. Er lächelte mich an, völlig erfüllt und glücklich in diesem Moment. Meine etwas profane Antwort war, okay, dann war es das mit dem Coaching. Sie wissen jetzt, was der Weg ist, wozu das nicht tun. Naja, und ihr ahnt schon, dann kommt der Begründungskontext, warum das nicht geht. Und die Geschichte war auch überzeugend, zumindest für den Kopf. Und dann kramte er aus seiner Aktentasche einen verknitterten, vergilbten Prospekt raus. Das ist von der Heilpraktikerschule. Herr Flüssel, das habe ich seit Jahren in meiner Tasche. Ich erinnere mich noch an meine etwas, vielleicht zu spontane Antwort, die lautete, naja, zumindest die Preise und Daten werden dann nicht mehr stimmen. Aber wie ist es denn mit dem, was drin ist, in dieser Wundertüte? Ich wollte immer Heilpraktiker werden. Wir haben dann die Perspektive nochmal auf andere Themen gewechselt, geschaut, wie es jetzt gehen kann, wieder reinzukommen in seinen Job, für den er bestens qualifiziert war. Und irgendwann verloren wir uns dann mit einem guten Ergebnis aus den Augen. Ja, und in dem Moment lag buchstäblich alles auf dem Tisch. Symbolisch war es dieser Prospekt. Inhaltlich war es die Aussage, ich wollte immer Heilpraktiker werden. Gespürt lag aber im Raum die Aussage, und ein großer Teil von mir will es immer noch. Und genau zwischen dem, ich wollte es immer sein und ich will es immer noch, genau diese Spannung dazwischen, das ist die Unzufriedenheit. Und das, was dir Kraft gibt in dem Moment, ist die Dankbarkeit der Erkenntnis, ich kann es ja tun. Es ist eine Frage meiner Entscheidung, dafür oder dagegen. Und so wurde aus einem beinahe Zufall dieser eine Satz, dieser Nebensatz in dem Auswertungsbericht zu seinem Persönlichkeitsprofil, wo als eine Berufsoption stand, Heilpraktiker.
hat diesen kleinen Stein ins Rollen gebracht. Das ist so wie Erkenntnishefe in den Bewusstseinssteig streuen. Das braucht dann manchmal eine Zeit, bis es gärt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir haben dann tatsächlich den Prozess, den Coaching-Prozess beendet und er ist durchaus motiviert und auch zufrieden, kraftvoll wieder an den Ort zurückgegangen, den er gewählt hatte, als den Ort, wo er den Großteil seiner Lebenszeit verbringt. Aber die Unzufriedenheit saß tief und die Dankbarkeit, der Möglichkeit zu wählen, war vielleicht der Flügel, der noch so ein bisschen Zeit brauchte zu wachsen. Naja, natürlich ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Das wäre ja sowas wie das halb leere Glas, was zwar halb voll war, aber doch noch nicht so richtig vollständig ist. Bist du neugierig, wie die Geschichte weitergeht? Ich erzähl's dir gern. Jahre später. Wunder geschehen und manchmal dauert's ein bisschen, bis sich die Dinge dann zeigen. Jahre später, wir waren mit der Familie in Timmendorf, in unserem Haus und haben unseren Sommerurlaub gemacht, wie jedes Jahr. Und im Briefkasten war dieser dicke Brief. Das ist das, was uns die Inge immer nachschickt, wenn sie uns bei längeren Abwesenheiten die Post nachschickt in den Urlaub. In diesem Umschlag war was drin und ich bin mir sicher, du weißt genau, was drin war. Du weißt, was diese Wundertüte, dieser dicke Umschlag, für mich bereithält. Ja, in diesem Briefumschlag war ein kleiner Umschlag drin. Ich meine, er war so rosa, ganz zart, mit Füller handschriftlich, mit meiner Adresse beschriftet, ohne Absender. Mit einem Poststempel, der mir bekannt und vertraut war, aber ich hatte tatsächlich keine Idee, wer schreibt mir da. Meine Frau auch nicht und fragte, wer schreibt dir denn da? Ich war mir tatsächlich keiner schuldhaften Verstrickung oder ähnlichen Dingen bewusst. Und sie sagte, mach doch mal auf. Und so wie ich als Kind die Wundertüte langsam und vorsichtig geöffnet habe, nicht wissend, was drin ist, öffnete ich den Umschlag. Ja, und drin war etwas, was wahrscheinlich der tiefe Grund ist, warum ich heute hier auch stehe. Das Ergebnis, wenn aus Unzufriedenheit und Dankbarkeit eine mutige Entscheidung wird. In diesem Umschlag war eine Einladung drin zur Eröffnung einer Heilpraktikerpraxis. Krass. Und ein kleiner Zettel, einfach nur Danke, ich hab's getan. Als ich das Drehbuch für dieses Video und für diesen Podcast geschrieben habe, musste ich schlucken. Ich war auch Jahre danach noch gerührt über diese Möglichkeit, wenn Wunder geschehen. Das ist einfach der Wahnsinn. Das Wunder, heute hier zu stehen und das zu tun, was ich tun kann als Coach, erfüllt mich tatsächlich mit tiefer Dankbarkeit. Es ist so ein bisschen wie Schlagersänger. Vielleicht ähnlich unterhaltsam, vielleicht kann ich mich ähnlich zeigen und auf der Bühne des Lebens dich erreichen. Das wäre schön, wenn es gelungen ist. Wunder geschehen. Das Wunder, was mich nachhaltig inspiriert hat, passierte 1993. Dort lernten wir uns kennen. Ich werde diese Geschichte an anderer Stelle dir noch mal ein bisschen ausführlicher nahebringen, wenn ich mit der Sandra über die Sinnmanufaktur und die Möglichkeit, alles zu erschaffen, was in dir steckt, euch ein bisschen inspiriere, dein Ding zu machen. In einem Seminar war es die Aufgabe, mal dein Leben, wie du es dir vorstellst, in 10 Jahren. So haben wir uns kennengelernt. Und auf diesem Bild, auf ihrem Bild, auf meinem Bild, waren sehr ähnliche Motive. Und ein Motiv war, wäre es nicht wunderbar, gemeinsam Familie zu haben. Das gemeinsam war noch nicht da, aber der Wunsch nach Familie war in beiden Bildern da. Und der Wunsch nach einem großen Haus. Und so ist 1993 die Kraft der Unzufriedenheit entstanden, das zu haben, was wir heute Villa Move nennen. Dazu später mehr. Mal dir dein Leben, eines der wunderbarsten Bilder, was einer meiner Helden der Kindheit, Udo Lindenberg, gemalt hat. Er steht dort vor seiner kleinen leeren Staffelei
und malt sein Leben. Stell dir vor, du stehst vor der Staffelei deines Lebens und malst dein Leben. Die Leinwand ist leer. Was ist dein erster assoziativer Gedanke? Geht es dir so wie dem Top-Performer, den ich coachen durfte, der vor seinem leeren Blatt saß und mir versuchte zu erklären, was er so tut? Mit beinahe fiebriger Stirn erklärte er mir, was so in seinem Leben alles ist. Es war sehr komplex, das Bild, wie so ein Wimmelbild mit ganz viel wichtigen Menschen. Und irgendwann, er merkte, dass ich so nicht ganz bei ihm bin, fragte er mich, sagen Sie mal, Herr Flöße, interessiert Sie das nicht? Meine ehrliche Antwort war, nö, aber machen Sie ruhig weiter, es ist ja Ihre Zeit. Der Auftrag für das Coaching war, mit ihm zu überlegen, wie seine Life Balance, also wie er in seiner Persönlichkeit wachsen kann. Und eigentlich lag sein Fokus darauf, doch nun auch mal zu schauen, wie das denn mit dem Leben auch außerhalb von Arbeit sein kann, neben der Arbeit, so ein ganzheitliches Leben. Okay, Herr Flüße, ich erkläre es Ihnen nochmal. Und wieder vertiefte er sich in das Bild und malte und malte und malte. Ich habe in dem Moment etwas getan, was wahrscheinlich krass war. Krass mutig, vielleicht auch so ein Stückchen zu nah für den Moment. Zu nah für den Moment, der Vertrauen braucht, aber das setze ich voraus bei dir, dass du dir vertraust und mir vertraust. Wozu sollten wir sonst hier miteinander Erfahrungen teilen, wenn auch über die Distanz dieses Mediums? Er fragte mich ein weiteres Mal, interessiert Sie das nicht? Und meine Antwort war, nein, aber Sie. Und ich habe das Bild genommen, habe es umgedreht, habe ihn angeschaut und gefragt, nun prüfen Sie mal, wie das ist, so auf ein leeres Blatt zu schauen. Tun Sie das mal. Und vielleicht tust du das auch in dem Moment, wo du dieses Video schaust oder du tust das danach. Nimm dir Zeit, schau auf ein leeres weißes Blatt und lass mal in dir das Gefühl hochkommen, als wäre dieses weiße leere Blatt dein Leben. Mal dein Leben. Was ist dein erster Gedanke? Oh Gott, es ist leer und sinnlos, ich muss es füllen? Oder ist dein erster Gedanke, wow, es ist offen für neue Möglichkeiten? Wunder geschehen. Ja, und so am Ende dieses kleinen Beitrags möchte ich dir danken. Danken, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dich kennenzulernen. Wir kennen uns jetzt. Du kennst mich, ich kenne dich. Und wir teilen diese Erfahrung, an Wunder zu glauben. Ich habe zum 84. Geburtstag meines Vaters etwas getan. Ich neige dazu, manchmal spontan Dinge zu tun, die einfach aus dem Herzen kommen. Und ich habe meinem alten Vater, den ich von Herzen liebe, eine Wundertüte geschenkt. Der saß da, Junge, das ist ja verrückt. Das habe ich lange nicht gekriegt, so ungefähr. Und dann hat er sie aufgemacht. Ich sehe meine Mutter noch dort sitzen am Tisch und sie sagt, oh, sei vernünftig, Horst. Und in dieser Wundertüte war eine Plastikpistole drin mit Gummizug. Und er nahm sie, spannte das Gummi und zielte einfach mit kindlichem Blick ins Wohnzimmer. Okay, er hat es nicht getan. Aber für den Moment war das da, wonach wir uns doch alle sehen, diese Freude, das Wunder geschehen. Ja, und so möge das Leben dir auch Wunder bescheren. Und das Verrückte ist, es ist deine Wahl, aus der Kraft deiner Unzufriedenheit zu schöpfen. Danke und schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne unseren Kanal abonnieren, hinterlass uns ein Like und gerne auch einen Kommentar. Danke dir.